So, ich finde, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update zu meiner kleinen Mustang-Dame Uschi und mir. Das Mustang-Makeover ist jetzt genau 2 Jahre her. Letztes Wochenende hat es wieder in Aachen stattgefunden. Uschi und ich waren auch dort. Und wir haben einen Kurs im Deutsche Bank-Stadion gegeben. Und ich bin immer noch fassungslos und total glücklich, wie gechillt Uschi im Stadion war. Es war einfach sensationell. Und ja, was ist seitdem passiert? Also, wir sind jetzt seit Dezember in Gevelsberg. Seitdem ist Uschi auch total happy. In der Eifel, wo wir 10 Monate waren, war sie fast die ganze Zeit krank. Das war wahrscheinlich ortsbedingt. Deshalb haben wir auch gewechselt und sind jetzt wirklich total glücklich. Und wir gehen sehr, sehr viel ausreiten. Die Wege hier sind meistens sehr hart und steinig. Darum hat Uschi jetzt Hufschuhe. Klar, sie hat super harte, tolle Hufe und sie ist hier auch immer gelaufen, aber ich merke schon, dass sie einfach viel lieber trabt und galoppiert, wenn sie die Schuhe anhat. Und da es mir immer besonders wichtig ist, wie es dem Pferd geht, hat sie jetzt ein paar Schuhchen bekommen oder 2 Paar sogar. In der Bahn reiten wir ehrlich gesagt nur sehr, sehr selten, also wirklich nur alle paar Monate sind wir mal in der Bahn, einfach für die Bodenarbeit oder zum Reiten, und das führt dazu, dass Uschi in der Bahn total motiviert ist. Also wir sind sonst wirklich nur im Gelände unterwegs. Mein Uschi ist ja auch in der Natur geboren und aufgewachsen. Deshalb kommt ihr das natürlich sehr entgegen. Sie liebt den Wald, sie liebt die Natur, sie liebt es auszureiten. Und wie gesagt, wenn wir mal in der Bahn sind, ist sie einfach nur toll und benimmt sich so, als hätten wir monatelang nichts anderes gemacht. Und sie ist einfach ein ganz tolles Pferd. Ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich, dass ich sie damals ersteigert habe. Ein bisschen müde. Ja, muss mir eine kleine Wellnesspause machen. Ja, muss eine Wellnesspause machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie zu meiner Familie gehört und sie wird für immer bei uns bleiben. Und ja, das zu uns. Ich hoffe, euch und euren Pferden geht es auch gut und wir wünschen euch einen sehr, sehr schönen restlichen Sommer und freuen uns, wenn wir euch bei dem einen oder anderen Event sehen. Da darf Uschi ja auch manchmal mit. Und ich habe ehrlich gesagt immer das Gefühl, sie genießt diese Ausflüge total. Also es macht irre viel Spaß mit ihr. Sie ist einfach das beste Pferd. Alles Gute für euch. Tschüss.